Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Transport Fieber 2. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, jetzt war es die letzten zwei Tage etwas ruhiger am Kanal, denn ich habe mir eine kleine Auszeit gegönnt und mir neue Ideen überlegt, was zukünftig bei Transport Fieber 2 Season 1 noch kommen wird. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass da definitiv noch einiges zu tun ist. Allerdings möchte ich gleich sagen, es werden wahrscheinlich keine 100 Folgen in der Season 1 erscheinen, denn ich möchte relativ flott eine zweite Season anfangen, wo wir dann entweder, das überlege ich mir noch, einen gesamteuropäischen Stil machen, also sprich alle europäischen Städte und ein paar kleinere Städte hineinbasteln werden. Wir können ja den Editor jetzt einwandfrei nutzen, beziehungsweise der Editor bringt ja genau das mit, was ich mir zukünftig überlegt habe. Für Transport Fieber 1, also was ich eigentlich bei Transport Fieber 1 schon gerne verwirklichen wollte, ist ja jetzt bei Transport Fieber 2 möglich. Gut, aber was gibt es noch zu sagen? Und eventuell hätte ich gerne, da es ja schon wieder sehr viel österreichisches Rollmaterial gibt, hätte ich gerne natürlich auch wieder so eine Österreich-Map, wie wir es in der Season 1 von Transport Fieber 1 quasi gehabt haben. Gut, aber ich möchte gar nicht allzu lange drüber reden, was wir alles vorhaben, was wir alles machen. Wir werden einfach loslegen. Wir haben ja in der letzten Folge den Güterverkehr ein bisschen ausgebaut, neue Gleisanlagen gezogen und den Stahlzug quasi aktiviert, der jetzt die fertigen Stahlprodukte zu unserer Warenfabrik bringt, die dann in weiterer Folge Waren produziert. Und wenn man sich das genauer ansieht, ich habe den Zug um 3 Waggons verlängert, denn der war schon voll, wie die Aufnahmesession begonnen hat. Dann habe ich mir gedacht, ich füge da jetzt schnell 3 neue Waggons dazu, damit die gleich mehr Stahl in die Fabrik runterbekommen. Dann schauen wir da nochmal schnell vorbei. Denn wir haben hier aktuell 150 Stahlträger liegen. Das ist auf der einen Seite gar nicht so schlecht. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass da ziemlich viel verloren geht. Aktuell noch nicht. Also da kommt dieses normale Quest, kommt ja dieses Hinweissymbol, dass Waren verloren gehen. Aber das haben wir jetzt aktuell noch nicht und das ist gar nicht so schlecht. Gut, dann habe ich aus dem Workshop noch ein bisschen was abonniert. Ich suche jetzt nur gerade einen Bahnhof, beziehungsweise so ein... Genau sowas da suche ich. Und zwar haben wir jetzt die Schlierenwagen. Der zweiten Klasse. Die modernere Variante, beziehungsweise die ältere Variante. Versuchslackierung, dann haben wir den alten grünen. So einen hatte ich sogar als Modelleisenbahnmodell sozusagen. Ich meine, ich habe es immer noch, aber ja, nicht mehr aktiv in den Dienst gestellt sozusagen. Und natürlich können wir jetzt mehr Wagen machen. Das heißt, wir können dann, wenn wir in Österreich oder quasi im Raum Österreich Züge fahren lassen, werden wir natürlich auf die Schlierenwagen umsteigen. Gut, hier liegt das Öl, das gefällt mir. Der Zug kann 120 Tonnen Öl mitnehmen. Dann möchte ich noch gleich schauen, denn wir haben noch neue Loks. Aber ich glaube, da sind die noch nicht dabei. Nein, die kommen erst. Sind jetzt wieder ein paar neue Loks und Sachen im Steam Workshop dazugekommen, die natürlich abonniert von mir wurden und die wir dann verwenden werden. So, was brauchen wir? Wir brauchen für... Um da jetzt nichts Falsches zu erzählen. Wir brauchen hier... das Öl, also das fertige Ölprodukt, damit wir dann nachher mit dem Zug oder mit dem Zug den Kunststoff Richtung Warenfabrik bringen können. Und das werden wir jetzt auf jeden Fall noch losstarten in dieser Folge. Das heißt, wir müssen mal einen Zug kaufen. Das heißt aber weiter, wir müssen eine neue Linie machen. Nämlich... von Ölraffinerie nach Kunststofffabrik oder nach Chemiefabrik, genau, das geht nämlich. Da sind wir sich nirgends im Weg, da blockieren wir niemanden. Genau. Die nennen wir gleich um, die Linie. Und zwar wird die dann heißen... Das ist dann die G3, hoppla. Güter 3, und zwar bringt die das Öl. Genau.
Und dann brauchen wir noch eine neue Linie. Beziehungsweise können wir die eigentlich schon, können wir da schon mal den Zug kaufen. Und zwar, welche Lok nehmen wir denn da? Ja, nehmen wir die. Geld hätten wir ja. Und dann brauchen wir Cargo-Kesselwagen natürlich. Wie viel werden wir denn da dranhängen? Na, nehmen wir schon. 120 können wir da schon nehmen. Kaufen wir den Zug. Und den weisen wir gleich zu auf. Nein. Auf die G3 Öl. Dann sollte der auch kommen. Der Zug. Und wir werden sich aber gleich die Strecke ansehen und werden da gleich mitfahren. Beziehungsweise, wie geht das jetzt? Der fährt da jetzt hinüber. Kann der rein theoretisch. Genau. Dieses Gleis und hier kann er dann schon losfahren. Genau, das müsste sich eigentlich alles ausgehen. Ich tue jetzt nochmal kurz auf Pause schalten, weil ich gerne wissen würde, ob dann hier das Öl, das heißt, wir müssen die Linie hier stilllegen. Und zwar, das ist diese LKW-Öl für Kunststoff, genau. Genau, die Linie wird aufgelassen. Auf der Linie, das muss ich so machen. Gibt es da nicht nur Güter? Tramlinien, okay. LKW-Öl für Kunststoff, das heißt, die macht Gewinn. Da haben wir 210, aber da brauchen wir gar nicht so viel. Wir werden mal alle Fahrzeuge verkaufen. Genau. Die Linie stellen wir ein. Brauchen wir nicht mehr. Das heißt, wir können dann zukünftig eigentlich jetzt das Öl von hier herbringen lassen. Müsste sich dann eigentlich füllen. Schauen wir das nur mal sicherheitshalber an, damit wir da jetzt nichts falsch machen. Und gleichzeitig brauchen wir da mehr Öl. Aber wie, die brauchen zweimal Rohöl für einmal Öl. Wie produzieren die eigentlich jetzt schon so viel? Liegt so wenig Öl. Warum liegt da so wenig Öl? Das verstehe ich nicht. Na egal. Steigen wir mal in den Zug ein. Und schauen sich das Ganze an. So. Gut, machen wir eine kleine Mitfahrt. Mir gefällt das ausgesprochen gut, wie sich der Zug da hier durch dieses Waldstück durchschlängelt. Vor allem auch jetzt die Texturen, die wir hier haben, sind ausgesprochen schön. Das ist das Signal schon wieder mit einer Signalbildstörung offensichtlich.
genau, das ist altes Gleis und neues Gleis, weil wir ja gesagt haben, wir haben hier das Depotgleis, das brauchen wir ja nur als altes Gleis, da das eh nicht im Hauptbetrieb ist. Da rechts neben uns fährt der Ölzug. Und dann fahren wir hier in den Bahnhof ein und hier sollten wir hoffentlich schon ein bisschen ein Öl aufnehmen haben. Ah, diese neuen modularen Bahnhöfe gefallen mir ausgesprochen. Da liegt auch schon Öl. Links die Beladung steigt. Das Signal schaltet auch. Wir haben nur 25 Öl haben wir drinnen. 90 könnte man laden von Rohöl, aber nur 25 oder nur 30 vom Treibstoff. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Neue Ausbaustrecke. Ja, alles in allem, ich sag's immer wieder, ist die Grafik einfach nur wunderschön bei Transport Fever 2. Vor allem, wenn man da jetzt durch den Wald so durchfährt, einfach nur traumhaft. Das lässt das Herz eines Zugfans richtig fest und höher schlagen. Gut. Wir sollten ja eigentlich gleich da sein. Ne, das ist die längere Strecke, genau. Das ist ungefähr so lang wie die Stahlstrecke. Ziemlich längerer Weg. 120 erreicht der Zug, weil die Waggons nur 120 km/h zulassen. Ich hoffe, dass es dann bald mal Kesselwagen gibt, die 160 zulassen. Das muss ich mir dann noch anschauen. Im Steam Workshop gibt es schon wieder einige Modelle, aber ich habe ja auch noch die Transport Fever Net Seite. Aber da habe ich ja in letzter Folge schon gesagt, dass ich mit der Mod Manager, ich weiß nicht, ob der schon ein Update bekommen hat, und alle Mods mit Hand installieren. Ich meine, ja, ist auch nicht so schlimm. Runterladen, entpacken, einfügen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich noch ein bisschen zu faul dazu. Aber sei es mir vergönnt. Vielleicht mache ich es dann nach der Aufnahmesession. Aber ich habe jetzt vor, dass ich wieder ein paar Folgen voraufnehme. Und ich habe jetzt wieder ein bisschen Zeit dieses Wochenende. Und ja, vielleicht werde ich dann noch ein bisschen was anderes aufnehmen. Ich hätte mal wieder Lust, ein bisschen Project Hospital zu spielen, aber ich weiß nicht. Ich werde wahrscheinlich eher mehr die Zeit für Transport Fever 2 nutzen. Ah, da fahren wir durch. Gut, 120 km/h ist auf jeden Fall schneller, als wir mit den LKWs erreichen würden. Und das ist schon mal ein ordentlicher Schritt nach vorn. Also ich bin zuversichtlich, dass wir da ordentlich Gewinn machen. Das schauen wir sich dann an, sobald wir angekommen sind. Den Tunnel, das haben sie auch noch nicht so ganz in den Griff bekommen, dass da immer noch etwas weiter vorne dieses Sonnenlicht reinstrahlt. Aber alles in allem sind die Tunnelportale wenigstens sehr schön und das passt. Und wir sollten eigentlich angekommen sein. Genau. In der Kunststofffabrik. Zürich Chemiefabrik. Sehr gut, dann steigen wir da mal aus. Fliegen wieder kurz zurück, denn ich möchte gerne wissen, ob wir... Da kommt der Stahlzug, oder? Ja, genau, der ist auch randvoll. Ob wir schon genug Öl hier liegen haben. Ja, 25 Stück haben wir hier liegen. Dafür kriegen die nur mehr ganz wenig. Kriegen wir rein. Wie schaut es aus? Haben die da jetzt schon die Produktion erhöht? Oder? 48 Tonnen. Immer noch so wenig. Hm.
Sollte das nicht mehr sein? Sollte das nicht ein bisschen mehr Öl sein, was die da abwerfen? Oder ist der Zug einfach so schnell? Die verbrauchen, ich meine, die haben einen Konsum von 400, hätten sie theoretisch. Die Züge, Ölzug, Stahlzug. Gut. Kein Öl im Lager. Und der Kunststoff ist auch unterwegs. Er hat 17 von 17 Kunststoff an Bord. Hier fehlt auch noch ein Zug. Der letzte Zug für diese Warenkette sozusagen. Wobei offensichtlich können wir das sogar noch mit den LKWs kaufen wir. Dann haben wir da wie viel Stück fahren, die da leer herumfahren. Da kann man auch Waren holen. Das ist jetzt einmal nur Waren für Wien, oder? Die da hier liegen. Ja, genau. LKW Waren Wien. Schon voller. Das muss ich einpendeln. Schneller sind sie auf jeden Fall. Die Bahnstrecke. Gut. B77 hat er jetzt an Bord, 120 schaffte. Ja, vielleicht gibt es da bald eine Vergrößerung. Und dann kommt da auch mehr. Dann kommt da auch mehr Stoff raus. Das da wird ordentlich produziert, das funktioniert. Gut, das haben wir. Ja, da haben wir genug. Ja, doch geht schon der Stahl verloren. War eher ein Ölproblem. Mal kurz Pause machen. Wie lang ist er denn jetzt, der Zug? 142 Meter, 91 Kapazität, 142 Meter. Und der Bahnsteig ist 160er. Sein, dass das ein 160er ist. Messen wir einfach aus, indem wir sagen, ja, das ist eindeutig ein 160er. Das heißt, der ist hier Minimum auch 160. Nein, nicht der. Der hier.
Minimum 860. Ja, das sieht man. Genau. Gut, aber wir haben noch Potenzial, den Zug zu verlängern. Das heißt, wir können da mal auf jeden Fall kurz mal Pause machen. Und den auf 160 Meter verlängern. Kriege ich nur mehr einen Wagen dazu. Haben wir genau 160. Passt, aber wir sind jetzt auf dem Limit. Ich werde sogar mir überlegen, ob wir einen zweiten Zug nehmen. Was haben die jetzt da überhaupt für eine Übertragungsgeschwindigkeit? Für eine Frequenz. Also Treibstoff Wien. Ja, macht mal Minus. Autobuslinie 1A in Wien macht Minus. Autobus 1 in Darmstadt macht Minus. Aha. Und Treibstoff Pöttmes macht Minus. Alles andere sieht gut aus. Wer macht den meisten Gewinn? LKW Kohle. LKW Kohle macht Kohle im wahrsten Sinne des Wortes. Rohöl und Öl Darmstadt, Eisenerz, Rotgetreide, Pöttmes. Genau, die holen ja das Getreide, bringen es zur Bäckerei und liefern die Brote aus. Fernbus Wien, Zürich. Den gibt es doch so gar nicht mehr, oder? Fernbus Wien-Zürich gibt es doch gar nicht mehr. Das ist doch nur mehr Zürich-Pöttmes, weil wir ja eine Verbindung haben. Genau, das müssen wir umbenennen. Das heißt nur mehr Zürich nach Pöttmes. So, das löschen wir weg. So, Richtung Pöttmes. Sonst aus. LKW Öl. Genau, die bringen das Öl da runter. LKW Brot Paris macht Gewinn. Das ist der Warenverkehr. Ja, das sieht gut aus. Soweit gefällt mir das. Das Minus hält sich in Grenzen. Ja, perfekt. Kunststoff liegt hier genug rum. Im Lager ist genug Öl, das heißt, die können ordentlich produzieren. Und hier sollten auch genug Waren liegen. Genau. Diese LKWs auch genug Waren transportieren können. Und der macht auch ein bisschen Gewinn. Und dann sind eigentlich schon alle wieder glücklich soweit. Gut, Wilsickendorf braucht Treibstoff, kriegen sie aber aktuell nicht, und Werkzeuge kriegen sie auch aktuell nicht, weil die müssen nicht allzu groß sein. Was ich aber machen kann, ist zum Beispiel, dass wir überlegen, ob wir eine Buslinie zwischen Pöttmes und Wilsickendorf einrichten. Aber es gibt noch keine Direktverbindung von Pöttmes nach Wilsickendorf und nach Wien. Da könnte man so eine S-Bahn-Verbindung machen. Das wäre eine Überlegung für die nächste Folge. Das wäre sogar eine gute Überlegung für die nächste Folge.
Ich will jetzt gar nicht allzu viel bisschen überlegen, was ich da alles machen möchte, weil wir haben ja Berlin, haben wir ja auch noch. Hamburg und Darmstadt. Hamburg und Darmstadt. Wie viele Leute wollen denn darüber? Na gut, das ist in Ordnung. Das sind 13, die da hin und her fahren wollen. Ist der Zug voll? Der ICE ist voll. Der Intercity ist voll. Das gefällt mir. Wo ist jetzt mein Zug? Hamburg-Darmstadt. Da muss er sein. 4 von 40. Also so viele wollen eigentlich gar nicht von Darmstadt nach Hamburg. Das sind 13 Leute, das heißt eigentlich könnten wir ja. Den entfernen. Ein bisschen Geld bekommen. Genau, weil so viel warten da gar nicht. Ist nicht unbedingt notwendig, dass wir da zwei Züge in Doppeltraktion haben, wenn da eigentlich gar nicht so viel gefahren wird. Treibstoff Berlin könnte man definitiv auch bald mal überlegen, ob wir das nicht mit einer Zugverbindung machen. Definitiv auch eine Überlegung wert. Gut. Also, vorhaben tun wir noch einiges. Definitiv einiges. Aber ich glaube, wir werden sie für die heutige Folge gut sein lassen. Führt mich gleich zum nächsten. Wir werden da auf jeden Fall noch ordentlich Rollmaterial besorgen müssen. Ich bin mir ziemlich sicher, ich werde mir dann nochmal den Workshop ansehen. Und eventuell natürlich auch Transport Fever Net Seite. In diesem Sinne, ich würde gerne mit einem Zug aufhören. Ich würde gerne mit mehreren Zügen aufhören. Haben wir da irgendwie ein bisschen was? Ja. Machen wir das so, dann sehen wir da hinten den Zug vorbeifahren. Und das ist doch auch ein schönes Bild für das Ende der heutigen Folge. In diesem Sinne, wir sind am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Transport Fever 2. Servus.